Es ist heute ganz einfach, über Sex zu sprechen. Das ist ja, glaube ich, ganz etwas Normales geworden. Und eigenartigerweise gibt es ein Thema, das eigentlich ein Urthema ist, das bei uns in gewisser Weise fast schon ein bisschen ein Tabuthema geworden ist. Ich muss sagen, ich habe eigentlich keine Schere, wenn es darum geht, über Gott zu sprechen, weil ich selber diesen Bezug habe oder an Gott glaube oder an eine Macht, eine Kraft vor allen Dingen, vielleicht eine kollektive Kraft, die uns alle vereint oder vereinen kann im Idealfall. Wie man die da nennt, ist für mich eigentlich da nicht mehr ganz so wichtig. Ich sage aber selber auch, der liebe Gott, also ich spreche von Gott. Wie macht man das, dass auch nach 50 Jahren über Gott zu reden immer noch echt ist? Und ich glaube, das ist die Herausforderung, die in meiner Lebenssituation gegeben ist. Ich merke aber, dass wenn ich mit anderen Leuten darüber spreche, wenn ich sage zum Beispiel, dass ich jeden Tag bete, dass die dann sehr verwundert sind, entweder weil sie mir das nicht zutrauen oder weil einfach generell ihrem Vorstellungsvermögen sehr fern ist, dass junge Menschen, die jetzt so im Leben stehen, dann vielleicht doch diesen guten Draht zum lieben Gott haben. Wenn man in einem solchen Gespräch weiter vordringt, weiter hineinkommt, dann geschieht vielleicht etwas auch in einer größeren Runde, dass man ein bisschen die Masken fallen lässt. Die Rollen, die wir spielen müssen, dass ich als Bischof und Sie als Moderatorin, als Fernsehstar, dass wir einfach als Menschen miteinander reden über das, was das letzte und tiefste und vielleicht sogar sicher sogar das Wichtigste letztlich ist. Vielleicht gelingt uns das heute Abend und das wäre für mich das Spannende an einem solchen Abend. Also ich hatte sicherlich ganz, ganz lange ein sehr gespaltenes Verhältnis zu Gott. Also so wie ich heute spreche, hätte ich sicherlich vor vielleicht 5 Jahren noch, oder vielleicht 6, 7 Jahren noch nicht gesprochen. Da war für mich eigentlich Kirche und alles, was damit zu tun hat, ein absolut rotes Tuch. Also für mich sicherlich eher prägend war die Tatsache, dass mir durch den Religionsunterricht in der Schule der Zugang zur Kirche verkrault wurde. Und ich, glaube ich, mit 14 damals meine Eltern gefragt habe, ob ich denn weiter in den Religionsunterricht gehen muss, ob ich den weiter besuchen muss. Und haben meine Eltern gesagt, das ist deine Entscheidung. Ich habe dann durchaus auch abgewechselt, dass ich auch Koch werden wollte oder Clown werden wollte oder verschiedene. Aber es, ab 11 war dann doch das sehr klar eine religiöse, eine Glaubenserfahrung mit einem starken religiösen Erlebnis. Und das hat sich mit Kurven, mit Ups and Downs durchgehalten eigentlich, bis ich dann meine Entscheidung auch tatsächlich realisiert habe. Ich glaube, dass die Kraft in uns einsteckt, in jedem Einzelnen, und dass wir, wenn wir kollektiv unsere Kraft sammeln, die ich eigentlich im Bauch oder im Herzen situiere, dass wir dann alle gemeinsam Gott machen. Das ist meine Definition. Man sagt eigentlich heute nicht mehr, dass man betet als junger Mensch. Man sagt viel eher, ich meditiere. Das hat irgendwie was Cooleres. Obwohl, ich finde, das ist genau das Gleiche. Wenn man sich konzentriert und achtsam ist und dann dankbar ist, dann ist es ja egal, ob ich das Beten oder Meditieren nenne. Es ist einfach für mich ein kurzes oder auch ein langes oder längeres, je nachdem, innehalten und dann achtsam sein. Also nachdem das Beten für mich ein achtsam sein ist, macht es mir bewusst, dass es mir wirklich sehr, sehr gut geht. Und ich möchte mich eigentlich dafür bedanken, dass ich so leben darf und kann, wie ich es tue. Und damit einhand geht natürlich dann noch eine gewisse Demut. Ja? Was sich damit vermeiden lässt, ist auch ein gewisser Größenwahn, der vielleicht gerade auch in einem Beruf, den ich habe, wo man also wirklich sehr oft im Scheinwerferlicht auch ist und auf der Bühne und sehr viele Menschen hat, die einem zujubeln oder bewundern, ich spreche normalerweise nicht vom Teufel, aber das ist so ein bisschen die Hand, die dir der Teufel auch entgegenstreckt, ja, bei dem Beruf, den ich ausübe. Und da hilft diese Achtsamkeit, also mir hat sie sehr geholfen, auf dem Boden zu bleiben. Ich möchte das nennen, eine persönliche Beziehung zu Jesus. Und zwar
zu diesem Menschen, der, von dem ich glaube, dass er auch Gott ist, und eine schwer zu beschreibende und nie nachlassende Faszination von Jesus und eigentlich meine Gottesbeziehung oder mein religiöses Leben, mein Glaubensleben ist eigentlich vor allem diese sehr persönliche, ich würde fast wagen zu sagen, Freundschaft. In meiner Gräuelzeit habe ich der Kirche gezürnt, weil ich mich als Frau da nicht in den Möglichkeiten oder mit den Möglichkeiten ausgestattet gesehen habe, die ich mir gewünscht hätte. Eigentlich bis zum heutigen Tag, muss ich so sagen. Nichtsdestotrotz ist für mich Religion nichts anderes als gelebte Menschlichkeit, und in diesem Sinne sitze ich ohne Groll jetzt mit Ihnen hier am Tisch, weil wir eigentlich die gleiche Mission haben und ich mich in meinem Beruf auf einer anderen Ebene natürlich, aber eigentlich auch als Vermittlerin sehe und eigentlich Liebe verbreiten möchte. Ich glaube, wir haben eigentlich einen relativ ähnlichen Beruf. Ich möchte von Haus aus als Frau die gleichen Möglichkeiten haben, in der Kirche zu wirken. Und wenn ich also Kardinalin Kiesbauer werden möchte oder Päpstin Kiesbauer, dann möchte ich diese Möglichkeiten haben. Das ist einfach eine Ungleichheit, die da ist. Und ich glaube auch, dass es der liebe Gott, nennen wir ihn den lieben Gott, sich durchaus sehr ernsthaft und sehr schön ausgedacht hat, dass er uns als Mann und Frau geschaffen hat und nicht als Unisex. Meine Mission ist eigentlich Let Love Be Your Energy. Also ich glaube, dass jeder Mensch sich nach Liebe sehnt. Und ich glaube, dass wir oft dieses Gefühl nicht zulassen, dass wenn wir von einem Geniere sprechen oder von einem Tabu, dass wir dann die Liebe in uns nicht zulassen. Und auch die Liebe zu uns selbst, ich meine, damit muss man ja erstmal anfangen, und dann kann man das nach außen tragen und andere daran teilhaben lassen. Und da versuche ich den Menschen eben zu kitzeln. Ja. Ich glaube, vieler Menschen heute ist, sich selber nicht zu mögen. Es geht, sich selber nicht zu Rande zu kommen. Das kann sich dann äußern in Aggressivität gegen andere, weil man das nach außen projiziert. Sie angenommen sein ist eigentlich das für mich, was das Evangelium ausmacht. Und ich fürchte, dass viele Menschen ein Gottesbild haben, das weit, weit davon entfernt ist. Ich sage auch nicht, dass das, was ich glaube, jetzt das Nonplusultra ist, und ich will es auch niemandem aufdrängen. Ich glaube, jeder hat seine eigene Definition. Ich kann nur meine Definition geben, so versuche ich mir das zu erklären. Und es hat immerhin dazu geführt, dass ich meinen Weg wieder zu Gott gefunden habe. Ich achte jeden Menschen, der seinen persönlichen Weg geht, aber ich beanspruche auch, sagen zu dürfen, und das ist ja der Sinn eines solchen Gesprächs, dass ich sage, was mich persönlich bewegt. Und ich persönlich habe gesagt, vielleicht in einer zu persönlichen Weise, was Jesus für mich in meinem Lebensweg bedeutet. Und ich bitte Sie auch um die Toleranz, mir das zuzugestehen. Ich zwinge niemanden dazu, und auch als Bischof dieser Stadt werde ich niemanden dazu zwingen. Gott sei Dank gibt es keine Schalterhaufen mehr, und Gott sei Dank leben wir in einer Zeit, in der ein Pluralismus seinen völlig berechtigten Platz hat. Wir leben in einer Stadt, in der es sehr viele Anschauungen gibt, und damit lebe ich auch, und ich kann auch gut damit leben, aber ich artikuliere auch meine Überzeugungen.